Sie sollen bei uns das Rüstzeug erhalten, um später nach Ihrer Rückkehr wieder am Aufbau und an der Entwicklung Madonas mitzuhelfen. Ja, mums viņam ir jāsaņem šīs zināšanas bruņojums, lai viņi varētu atgriezties un palīdzēt Madonas rajona jaunsaucēm. Und hier im Zusammenhang mit diesem Programm ist gerade in den letzten Tagen wieder eine zusätzliche Idee diskutiert worden, denn die große Frage ist ja, was macht man mit der Ausbildung? Man muss eine Existenz gründen und das kostet Geld. Und da ist die Überlegung geboren, eine Stiftung zu gründen. Und die ersten Gespräche haben hier in Madona stattgefunden. Ja, und šajā sakarā tieši pēdējās dienās ir radies vēl viens priekšlikums, jo proti jautājums par ekonomisko pamatu šiem praktikantu izglītošanai un iet patreiz ievadīt sarunas par tādu atbalsta fonda dibināšanu. Nicht unerwähnt lassen möchte ich heute auch unsere humanitäre Hilfe, die auch weitergehen wird, ist gar keine Frage. Wenn auch unser letztes Benefizkonzert Help for Madonna keinen Überschuss erarbeitet hat. Protams, nedrīkst nepieminēt arī humanās palīdzības jomu, kurā mēs turpināsim darboties arī uz priekšu. Un te man jāpiemin, ka pēdējais labdarības koncerts vajag, diemžēl, nesniedz plānotus rezultātus. Wir hatten einfach zu wenig Besucher und das Wetter war zu schlecht. Sie sehen, also auch bei uns geht was schief. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Ich meine, die Partnerschaft zwischen Weihe und Madonna hat uns nicht nur gelehrt, sie hat uns bewiesen, dass es nur des Mutes bedarf, auf seine Chancen zu bauen und nicht mehr verlangt, als der Einzelne sich auf seine Fähigkeiten besinnt, aktiv an der gemeinsamen Zukunft mitzuwirken. Ich glaube, das ist uns bisher gelungen und so werden wir es auch weitermachen. Un nobeigumā es gribētu pieminēt tādu šīs mūsu sabiedrības pazīmi, ka tā dod daudziem cilvēkiem iespējas rīkoties, tā dod daudziem drosmi un būt vairāk sasniegums un strādāt atbilstoši savām spējām. Vielen Dank fürs Zuhören un ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass wir eben, also alle aus Weihe, dass wir uns weiterhin um eine aktive Partnerschaft bemühen werden und Freundschaft. Es pateicos visiem par uzmanību un es domāju, ka es runāju visu vaiešu vārdā, ka mēs arī turpināsim šo mūsu draudzību un sadarbību. Von der Wichtigkeit des Beitritts zur Europäischen Union Und Sie wissen, Weihe ist ein Mitglied, eine Kommune der Europäischen Union. Und damit wir das auch dokumentieren können, haben wir neben dem normalen Schild, diese Schilder stehen bei uns in Weihe an allen Hauptstraßen, die nach Weihe einführen, haben wir schon nach vorne gesehen, man muss ja in der Politik, in der Wirtschaft nach vorne sehen und haben schon vorbereitet, nach dem Beitritt Lettlands zur Europäischen Union haben sie dann noch mehr solche Schilder. Monēta. Tā ir monēta, kura ir izlaista sakarā ar Vācijas apvienošanās 5. Gada dienu. Un, kā jūs jau dzirdējāt sūņa uzrunāt, tad šodien arī ir šie svēti. Tāpēc gribētu pasniegt šo monētu. Sūdarb monēta. Wir haben
eine Liste bekommen von denen, die also die Partnerschaft mit aufgebaut haben. Wir gehen davon aus, sie sind alle hier. Und wir werden jetzt kurz mal die Namen verlesen und dann kommen Sie bitte nach vorne. Mums te to aktīvistu saraksts, kur ir piedalījušies šīs sadarbības veicināšanā, un mēs lēnām lasīsim šo sarakstu un aicināsim nosauktos šeit uz priekšā. Madona, Sie alle zu begrüßen zum Anlass des Jubiläums, das für den ganzen Bezirk Madona von großer Bedeutung ist. Man ļoti liels prieks šodien šīs nākās pirmās rindās redzēt pazīstamas sejas, ar kurām mēs esam tik daudz tikušies, un par šiem gadiem esam kļuvuši par vieniem draugiem. Es ist sehr schön, dass hier in diesem Saal ich so viele bekannte Gesichter sehen kann, mit den Menschen, mit denen wir sehr große Freunde in den 5 Jahren geworden sind. Und ich gribētu atcerēties mazliet tā, kas bija 5 gads apakaļ. Vielleicht möchte ich mich erinnern, wie war es 5 Jahre zurück.